Liebe Gemeinde, wir haben es gerade im Evangelium gehört, da heißt es, dass Jesus 40 Tage in die Wüste geführt wurde, wo er bei den wilden Tieren lebte, wo, das finde ich spannend, nicht nur eben die Versuchung an ihn herangetragen wurde, sondern die Engel bei ihm waren. Also so eine ganz spannende Zeit, diese 40 Tage, die so auf der einen Seite bestimmt nicht vergnügungssteuerpflichtig waren, die auf der anderen Seite aber auch ganz tiefe Erfahrungen gewesen sein müssen. Und das ist eine der Quellen oder der Wurzeln für diese Zeit, die jetzt vor uns liegt. Diese Zeit, die uns auf Ostern hin vorbereitet, die ja beginnt mit Aschermittwoch, also so der Zeit nach Fasching und Jubeltrubel, Heiterkeit, ist Aschermittwoch der Beginn der vorösterlichen Bußzeit. Da sind wir jetzt schon wieder im Thema. Ja, da wird es nämlich jetzt gleich schon richtig schwierig. Also Buße, ja, so ein saublödes Wort. Ja, also richtig schwierig. Buße. Ja, ein Wort, das man, was auch wieder so ein religiöses Wort ist. So ein aufgeladenes, aufgeheiztes religiöses Wort, wo es einem so ein bisschen kalter Rücken runterläuft, wenn man daran denkt. Also das alte Bußritual, das alte Ritual von Aschermittwoch ist, dass tatsächlich Asche aufs Haupt gestreut wird. Dass wir uns mit dieser Vergänglichkeit des eigenen Seins auseinandersetzen, aber dass es eben halt auch wirklich darum geht, etwas aufzugeben. Also im evangelischen Bereich ist es dann immer so dieses 7 Wochen ohne Programm. Also 7 Wochen ohne Kaffee oder wenigstens dann ohne Zucker im Kaffee oder dann wenigstens ohne Kekse zum Kaffee. Also irgendwas aufgeben, ja, dass wir auf irgendetwas verzichten, das einem schwerfällt. Ja? Das ist so der erste Impetus, die erste Idee, die da ganz, bei ganz, ganz vielen ganz relativ schnell kommt. Ja? Und oft ist ja auch das, was wie wir Christen und Christinnen ja oft gesehen werden. Ne? Als ob es im Christentum genau darum ginge, etwas aufzugeben. Also möglichst viel nicht zu tun. Ne? Möglichst viel aufzugeben und möglichst viel nicht zu essen. Ne? Das ist seltsamerweise immer wieder so ein Essproblem. Ne? Das ist spannend. Als ob es im Christentum nur um Askese ginge und darum, wie schlecht es mir geht oder wie schlecht ich mache, dass es mir geht, weil ihr jetzt also meinen Kaffee ohne Zucker trinkt. Also für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, ich habe ein Zuckerding, also ohne 5 Löffel Zucker im Kaffee geht es morgens bei mir gar nicht. Lieber wirklich auf meinen Kaffee ganz verzichte, als auf den Zucker in meinem Kaffee. Aber es scheint immer wieder darum zu gehen, dass ich dann also morgens so moralinsauer da sitze und meinen bitteren Kaffee ohne Zucker trinke. Wobei ich mich dann immer wieder frage, wie bringt mich das denn jetzt in meinem Glauben weiter? Also was erzählt mir denn der mangelnde Zucker oder der Schokolade, den ich nicht habe, über meinen Glauben? Ja, jetzt ist aber so, dass in diesem Text, den wir gerade gehört haben, und den muss ich jetzt nochmal herholen, weil den brauchen wir dann doch gleich, dass da tatsächlich anscheinend von solchen Worten die Rede ist. Gell? Da steht es ja tatsächlich hier beim Markus-Evangelium, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ja? Guter Theologe, der ich bin ich in meinen Bücherschrank gegangen und habe das erste Mal die Bibel rausgezogen. Novum Testamentum Latinae. Das Neue Testament auf Lateinisch. Ja? Habe ich geguckt und da steht tatsächlich Penitentimi et Credite Evangelio. Penitentimi. Penitentimi. Also bei Lateinisch auch nicht mehr so gut gewesen war. Penitentimi. Habe ich danach geguckt und als erstes findet man, wenn man Penitentimi im Internet eingibt, findet man bei Wikipedia folgenden Eintrag. Penitentimi ist der Kurzname der apostolischen Konstitution von 1966, die das Fasten regelt. Also es gibt in der katholischen Kirche offiziell, also offensichtlich ein Dokument, das mit dem Wort Penitentimi anfängt, nämlich tut Buße, deswegen heißt es so, ja, das regelt wer, wann,
wie zu fasten hat, welche Ausnahmen es davon gibt und was alles zu beachten ist. Ich habe beschlossen, nicht weiter nachzuforschen, weil, wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass es uns arg viel weiterbringt, wenn ich jetzt euch genau erkläre, dass wenn jemand auf Reisen ist und er Fleisch vorgesetzt bekommt und nicht unter größerem Nachteil auf den Genuss dieses Fleisches verzichten kann, er das trotzdem essen darf, obwohl es eigentlich verboten ist. Bringt mich jetzt nicht arg viel weiter. Bringt mich vor allem auch das nicht weiter, weil gerade für uns, die wir jetzt aus, und ich weiß nicht, das gilt nicht für alle von euch, aber für einige von uns schon, die wir aus einer Situation herauskommen, dass wir uns selber als schwul und lesbisch verstehen oder als Transgender und eben als anders, dass es immer wieder heißt, macht aber was. Also verändert euch erstmal. Also tut erstmal Buße für irgendwas, was ihr womöglich noch gar nicht gemacht habt. Also meine Mama hat mir schon in Zeiten, als ich noch ganz, ganz brav war, immer vorgeworfen, ich würde in Tübingen in schmierigen Sexkneipen rumhängen. Ja? Also diese ganze Bußgeschichte, sie funktioniert für mich nicht, weil ich habe es damals nicht getan, ich habe es auch in der Zeit nicht viel gemacht. Ihr merkt schon, dieser Begriff, dieses Penitentimi, dieses Strafding, dieses Boost-Ding funktioniert für mich nicht. Also, Expanding. Ich nehme euch jetzt trotzdem mal mit in diese Sprachforschung. Es wird ein bisschen schwierig jetzt, aber ich glaube, es lohnt sich, weil am Ende nämlich etwas Spannendes rauskommt. Also, tatsächlich Penitentimi kommt von Penitentia, die Reue wegen etwas. Und das finde ich jetzt schon mal ganz spannend, weil das eine, also die apostolische Konstitution, da geht es ums Tun. Also was darf ich tun bzw. nicht tun? Wenn ich mir das Wort angucke, da steht da was anderes. Da steht eigentlich ein Prozess des Daraufguckens, da war irgendetwas und es verändert sich in mir etwas. Ich fühle was, ich tue was. Ich reue, mich reut, mich reizt, sagt man im Schwäbischen, das reut mich. Also eigentlich steht da vielleicht vom Lateinischen her gar nicht tut Buße, sondern eigentlich vielmehr bereut. Jetzt ist bereut aber auch so ein Wort, das nicht wirklich arg viel weiterführt. Also gucken wir als gute Theologie ins nächste dicke Buch. Das Neue Testament auf Griechisch und auf Deutsch. Ich verstehe, bloß Griechisch könnte ich es nicht mehr lesen. Aber mit zwei deutschen Übersetzungen komme ich damit klar. Da steht jetzt ein Wort, das sehr, 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 sehr spannend ist. Und ich finde es jetzt sicher auch gleich. Metanoiete steht da eigentlich. Metanoiete steht da, weil das eine Aufforderung ist, also ein Imperativ. Metanoiete steht da. Genau. Metanoiete steht da im Griechischen. Und hier steht im Deutschen tatsächlich in der einen Übersetzung wieder tut Buße und im anderen steht kehrt um. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt um, das ist spannend. Kehrt um hat sowas von Neuausrichtung in sich. Also von, guckt euch den Weg, den ihr geht, mal neu an. So. Problem ist, Metanoiete heißt nicht, tut Buße, und Metanoiete heißt auch nicht, kehrt um. Sondern Metanoiete ist ein ganz spannendes Wort. Es kommt nämlich von zwei Wörtern. Das erste heißt Nous, also Noiete, Nous. Und Nous ist der Geist, der Sinn, das Denken, also das, was, wenn man es noch größer sieht, und wenn man es dann bei den Philosophen anguckt, das, was den Menschen und Gott von innen her heraus sinnvoll erfüllt. Das sinnende Sein, das Denken. Ich nehme mal Denken jetzt, das Denken als Übersetzung von Nous. Meta ist eine Vorsilbe im Griechischen, die ganz viele unterschiedliche Bedeutungen hat. Haben wir ganz in Metaphysik und Metamorphosen und Meta alles Mögliche.
Meta ist die Vorsilbe im Griechischen, die einen Orts- oder Zustandswechsel andeutet. Also da ganz viele Einzelbedeutungen, aber das Griechische eigentlich heißt, da verändert sich der Ort oder der Zustand. Also Metanous heißt also das Denken, den Sinn ändern oder mein inneres Sein verändern. Das finde ich jetzt spannend, weil mein inneres Sein, mein Denken, mein Sinn zu verändern, hat eigentlich erst einmal mit meinem Essen und meinem Schokolade, meinem Kaffee, meinem Zucker nicht arg viel zu tun. Das finde ich jetzt ein richtig spannender Weg, der da ganz weggeführt hat von diesem, ich muss jetzt aber dafür sorgen, dass es mir möglichst schnell gut geht, ja, sondern hingeführt hat zu, ich bin jemand, ich denke, ich sollte mich vielleicht neu ausrichten. Also dieses Metanoete würde ich dann eher übersetzen mit, ihr seid eingeladen, euch zu verändern. Bleibt nicht so wie verbockt und altbacken, sondern werdet neu, werdet anders, verändert das, was ihr seid. So. Jetzt steht ja alles, was im Neuen Testament steht, nie einfach nur allein da. Das ist halt immer das ganz große Problem mit unseren Losungen, auch mit der Kirchentagslosung, mit solchen Sätzen. Das sind dann nur so, als wären die Stück für Stück bröckeles Weiß vom Himmel gefallen. Ist aber natürlich nicht so, sondern es ist ein großer Bogen, der da eine Rolle spielt. Und dieser Bogen, der beginnt für mich im Satz davor. Da steht, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Manchmal muss man Texte von hinten nach vorne lesen. Jetzt ist die Zeit da. Die Zeit ist gekommen. Steht da. Das finde ich jetzt auch wieder spannend, weil wenn ich darüber nachdenke, jetzt muss ich aber ganz schnell möglichst viel Buße tun, weil jetzt ist die Zeit da. Jetzt muss es aber ganz dringend sein, weil die Deadline ist da. Also wie im Geschäft, wenn ich mit irgendwas fertig werden muss. Die Deadline ist da, jetzt ist die Zeit da und ich muss Buße tun. Dann setzt mich das ziemlich unter Druck. Dann ist das eine ganz schön negative Geschichte, die ich anstrengend finde, die mich mir auch Angst macht. Und auch das ist ja etwas, was oft so gesehen wird. Wenn ich aber jetzt davon ausgehe, dass es die Zeit ist, in der ich meinen Sinn ändern kann, dann habe ich eine andere Möglichkeit, dieses jetzt ist die Zeit da, jetzt ist die Herrschaft Gottes da. Dann kann ich darin nämlich eine Möglichkeit hören. Jetzt ist die Zeit da. Ihr habt jetzt diese Zeit. Ihr habt jetzt diesen Ort, in den ihr euch hinein verändert. Erinnert euch, Meta, Veränderung von Ort und Zeit, von Zustand. Jetzt habt ihr Zeit, ihr habt die Möglichkeit, euch zu verändern. Und bloß damit wir uns nochmal verstehen, ich gucke mir nur die griechischen Worte nochmal genau an, wo wir so gewohnt sind, eine deutsche Übersetzung im Ohr zu haben. Aber das ist auch da. Die Zeit ist da. Jesus ist gekommen, die Zeit ist da. Das Reich Gottes kommt. Ihr habt Zeit, euch zu ändern, euren Sinn zu ändern. Und jetzt mache ich nochmal einen Schritt weiter zurück. Und ich überspringe ein paar von diesen Dingen, die da stehen, aber da steht noch ein ganz anderer Satz, nämlich, dass da eine Stimme geschah. Das ist spannend, eine Stimme geschieht. Und diese Stimme, die da geschieht, sagt, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohl gefallen. Zu ei horius mu, ho agapetos, en soi eudokesa. Ich habe es euch absichtlich nochmal auf Griechisch vorgelesen, weil wenn wir schon im Griechischen sind, dann lohnt es sich das Griechische auch nochmal genau anzugucken. Du bist mein Sohn,
Ho Agapetos, der Geliebte. Du bist mein Sohn, der Geliebte. Ich liebe dich, du Sohn. Du bist mein geliebter Sohn. In dir, und da steht jetzt Eudokasa. Eu ist die Vorsilbe für gut. Und Okein heißt eigentlich meinen. In dir meine ich es gut, weil wohlgefallen ist. Aber an dir habe ich wohlgefallen. Also relativ sperriger Begriff. An dir meine ich es gut, mit dir, in dir, durch dich meine ich es gut. Das Griechische ist so eine Sprache, die ganz vielschichtig ist. Griechisch ist nicht Latein. Latein ist juristische Sprache, ganz klar. Also, wenn ein Lateiner was sagt, dann weiß man, was er meint. Ganz eindeutig. Das ist, deswegen sind Gesetze auf Latein. Da gibt es wenig zum Diskutieren. Friedensabkommen von Minsk sollten in Latein geschrieben sein, weil dann wüsste man, was man meint. Griechisch ist viel spielerischer. Griechisch freut sich am Klang. Griechisch hat so ganz viele Assoziationen drin. Und deswegen dürfen wir uns diese Texte auch so angucken. Du bist der Sohn meiner, der Geliebte. In dir meine ich es gut. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und das ist jetzt so ein Bogen, der für mich ein Kreis wird. Weil jetzt habe ich einen neuen Zugang in diese Bußzeitgeschichte hinein, die zuerst so klingt, als hätte ich jetzt 40 Tage, wo ich möglichst viel Buße ableiste, damit ich am Ende irgendwie vielleicht nur halbwegs gut rüberkomme. Sondern da passiert was anderes. Nämlich, dass es eigentlich heißt, in Jesus meint es Gott gut mit uns. Und weil Jesus Bruder ist und wir hineingenommen sind in Jesus durch die Auferstehung, gilt dieses, ich meine es gut mit dir, an dir habe ich wohlgefallen, auch uns. Und Jesus meint es Gott gut mit uns. In Jesus ist der nächste Schritt, gibt uns Gott die Zeit, diesen Raum, nicht als Deadline, sondern als etwas, wo wir hineinleben können. Deswegen weiß nur der Vater im Himmel, wann die Zeit und die Stunde kommt. Wir wissen nicht, wann es vorbei ist. Aber das bedeutet auch, wir haben ganz viel Luft. Wir haben Raum, den uns Gott gibt. Und in diesem Raum und in dieser Zeit sollen wir unser Denken und Sein neu ausrichten, immer wieder. Und da findet dann dieser Zirkel statt für mich, auf Jesus hin, auf dieses Gutgemeinte, auf dieses Gutsein. Liebe Gemeinde, diese Zeit, die wir jetzt haben und die uns jedes Jahr wieder und wieder begleitet hin zu Karfreitag und Auferstehung, oder besser eigentlich, diese Zeit, die wir haben, die uns hinführt, hindurchführt durch Karfreitag hinein in die Auferstehung, in der wir leben. Die Zeit, die uns Gott gibt, weil Gott uns liebt, damit wir neu anfangen können. Nicht so sehr, dass man jetzt sagen müsste, okay, das und das und das habe ich falsch gemacht und das gebe ich auf. Sondern, dass wir das Vergangene zurücklassen können und neu anfangen können. Dass wir uns selber kennenlernen können und sagen können, der bin ich, die bin ich. Ich finde mich da neu. Ich darf das auch. Ich darf neu sein. Ich sehe die Menschen um mich herum neu und verändere meinen Zugang zu ihnen. Und immer das unter der Unterschrift, dass Zeit und Raum da ist, unter dieser Überschrift, die sagt, du bist der Sohn, mein Geliebter, gut meine ich es mit dir. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Gut meint es Gott mit euch. Zeit habt ihr, um neu zu beginnen, jeden Tag. Ihr seid nicht festgenagelt aufs Alte. Auch die Älteren nicht. Die Jüngeren nicht. Sondern ihr seid frei, um die zu sein, die ihr in der Liebe Gottes seid, Gottes geliebte Kinder. Amen.